Die Spur des Terrors führt zum pakistanischen Geheimdienst ISI. Der frühere Chef, General Asad Durrani, will erstmals Einblicke in die Welt des ISI geben. Zum Führungsoffizier ausgebildet wurde Durrani in Deutschland. Er erinnert sich gerne an die Zeit. Basiban ist gut. Und dann gibt es auch ein paar andere Spezialitäten. Was ist das? Lebkuchen? Oh, das ist mein Favorit. Lebkuchen. Der pakistanische Geheimdienst ISI ist ein wichtiger Partner im Krieg gegen den Terror. Auch für den Bundesnachrichtendienst. Es gibt im nachrichtendienstlichen Geschäft nicht die Guten, die Bösen. Die Bösen nehmen ab 2014 Europa ins Visier. Der Angriff auf das jüdische Museum in Brüssel, Paris, Kopenhagen, wieder Paris, wieder Brüssel. Alle diese Anschläge tragen ein und dieselbe Handschrift. Der frühere CIA-Direktor. Was sie in Brüssel gemacht haben und in Paris, sah erschreckend wie Mumbai aus. Mumbai 2008. Ein zehnköpfiges Terrorkommando hält die indische Millionenstadt 3 Tage lang in Atem. Sie ermorden 166 Menschen. Noch heute quält die Erinnerung Desiree Baumann. Diese Angst wünsche ich nicht meinem größten Feind. Die Lufthansa-Stewardess Desiree Baumann ist zum ersten Mal auf dem Weg nach Indien. Am Abend des 26. November 2008 besucht sie mit ihren Crewkollegen das Café Leopold in Mumbai. Da war ein riesiger Knall. Ich konnte es überhaupt nicht zuordnen. Also dann war noch mal ein Knall und dann ging es auch schon los. Bam, 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 bam. 2 Angreifer eröffnen das Feuer mit Sturmgewehren, geben binnen weniger Minuten 120 Schüsse ab. Wir wussten, dass sie noch da sind und die haben nachgeladen. Und ich konnte dann nur hören, wie die Schritte über gesplittertes Glas gingen. Und diese Schritte über dieses gesplitterte Glas kamen immer näher. Und ich wusste, jetzt steht er neben dir. Die Angreifer suchen nach Überlebenden und erschießen sie kaltblütig. Dann verlassen sie das Café Leopold. Ein Kollege von mir, der hat ganz laut geschrien, raus jetzt. Der Weg war wirklich übersät von etlichen Leichen, die da lagen. Aber in dem Moment war dann wirklich der Überlebensinstinkt an. Und man setzt einfach einen Fuß vor den anderen und versucht, das irgendwie auszublenden. Und unser Ziel war einfach dieses Taj Mahal Hotel. Man konnte das ja schon sehen am Ende der Straße. Doch auch im nahen Taj Mahal Palace Hotel wüten bereits die Terroristen. Sie sind mit einem Schlauchboot in der Bucht von Mumbai gelandet und greifen zeitgleich 5 Ziele an. Aufnahmen von Überwachungskameras. Polizei und Militär sind hoffnungslos überfordert. Während die Terroristen weiter mordend durch die Stadt ziehen, gehen die Bilder live in die ganze Welt. In Lahore, Pakistan, sitzt ein Mann vor dem Fernseher und betrachtet sein Werk. David Coleman Hadley. Er ist die Schlüsselfigur hinter dem Anschlag, damals 48 Jahre alt, US-Amerikaner. Wer ist dieser Mann? Zum ersten Mal gerät Hadley 1988 ins Visier der Behörden. Er wird am Flughafen Frankfurt festgehalten, als er aus Pakistan Heroin in die USA schmuggeln will. Auf den Spuren von David Coleman Hadley in New York. Der Journalist Sebastian Rotella hat die Geschichte von Hadley für die New York Times und die Washington Post recherchiert, auch anhand der Snowden-Akten. Die Festnahme am Flughafen Frankfurt im Jahr 1988 ist ein Wendepunkt in seinem Leben. Er wird vom Zoll erwischt, aber ich glaube, die DEA war ihm schon auf der Spur. Er wird direkt ihr Informant. Er macht einen Deal, verrät seine Komplizen aus dem Heroingeschäft und muss deswegen wesentlich kürzer ins Gefängnis.
Während Hadley für die US-Drogenfahnder DEA arbeitet, dealt er gleichzeitig im großen Stil weiter, bis er 1998 wieder erwischt wird. Sein Anwalt damals, Howard Leader. Auffallend waren seine Augen. Er hatte zwei verschiedene Augenfarben. Das gab ihm diesen eindringlichen Blick. Er war im Gefängnis. Er wollte unbedingt raus aus dem Gefängnis. Unbedingt. Und er wollte, wenn irgendwie möglich, wieder einen Deal mit den Behörden machen. Auch der zweite Deal klappt. Hadley ist nach nur einem halben Jahr auf Bewährung frei und wieder V-Mann im New Yorker Drogenmilieu. Dann aber kommt 9/11 mit 3000 Toten und unzähligen Verletzten. Jetzt wechselt David Hadley von Drogen zu Terror. Nach 9/11 wurden die Behörden mit Hinweisen geradezu überschwemmt. Und unter dieser Flut war ein Hinweis auf David Coleman Hadley. Seine Freundin hat sich mit einem Barkeeper darüber unterhalten, dass Hadley begeistert von dem Anschlag war. Und er habe gesagt, weil er pakistanischer Abstammung ist, will er nach Pakistan gehen, um dort mit Terroristen zu trainieren. Hadley steht unter Terrorverdacht. Darum kommt es im Hauptquartier der mächtigen amerikanischen Drogenfahndung zu einem Treffen mit Hadley, seinen V-Mann-Führern und Terrorermittlern des FBI. Überlegen Sie mal, wie das auf die Ermittler gewirkt haben muss. Ja, ihr habt zwar diesen Terrorhinweis, aber er ist unser Mann. Sogar so sehr unser Mann, dass ihr in unserer Zentrale mit ihm sprechen könnt. Die US-Drogenfahnder decken ihren Informanten David Hadley und verhindern weitere Ermittlungen. Was interessant war, abgesehen davon, dass ich von so etwas noch nie gehört habe, war das Timing. Es war kurz nach 9/11. Und die Regierung versuchte damals verzweifelt, auf jede nur erdenkliche Weise an Informationen zu kommen. Die Geheimdienste der USA. Sie konnten 9/11 nicht verhindern. Nun wollen sie die Schuldigen für die Anschläge um jeden Preis zur Strecke bringen. Nach 9/11 haben wir ziemlich heftig reagiert. Manch einer mag damit nicht einverstanden sein, und darüber können wir gerne diskutieren. Aber wir waren fest entschlossen, alles zu tun, was in unserer Macht steht und das Gesetz erlaubt, damit so etwas nie wieder passiert. Zu diesem Zeitpunkt hat Hadley noch 2,5 Jahre Bewährungsstrafe vor sich. Doch die US-Regierung macht ihm ein Angebot. Für mich und meine Kollegen gehört es zum Alltagsgeschäft, Richter davon zu überzeugen, Bewährungsstrafen zu verkürzen. Aber dass die Regierung das tut, so etwas habe ich noch nie gehört. Informanten mit Verbindungen nach Afghanistan und Pakistan werden händeringend gesucht und von allen Nachrichtendiensten rekrutiert. Ich glaube, das ging weit über die DEA hinaus. Da haben sicher auch CIA und FBI mitgemischt. Die Richterin sagte, sie habe eine Anweisung von der Regierung erhalten. Sie war einverstanden, die Bewährung vorzeitig zu beenden. Sie würdigte es, dass er bereit war, sich einer so großen Gefahr auszusetzen, und wünschte ihm alles Gute. Im Dezember 2001 marschieren NATO-Truppen in Afghanistan ein, darunter auch tausende Soldaten der Bundeswehr. Das Nachbarland Pakistan wird zum Dreh- und Angelpunkt für Versorgung und Nachschub und zum engsten Partner der westlichen Allianz im Krieg gegen den Terror. Der Bundesnachrichtendienst BND ist in der Region gut vernetzt. Trotzdem ist der Truppeneinsatz am Hindukusch eine Herausforderung. Dazu der frühere BND-Präsident Gerhard Schindler. Der Bundesnachrichtendienst musste also auf der einen Seite strategische Erkenntnisse sammeln. Und auf der anderen Seite musste der Bundesnachrichtendienst auch operativ tätig werden. Und da spielte Pakistan natürlich eine herausragende Rolle. Der frühere CIA-Direktor Michael Hayden hatte jahrelang eine Schlüsselposition im Krieg gegen den Terror inne.
Pakistan war ein Verbündeter, aber es war der Verbündete aus der Hölle. Ein sehr, sehr schwieriger Partner. Als ich dort war und die Pakistanis dazu bringen wollte, gegen Al-Qaida vorzugehen, hatten wir komplett andere Standpunkte. Die Amerikaner setzen auf den problematischen Partner Pakistan. General Pervez Musharraf, der langjährige pakistanische Machthaber, lebt heute im Exil. Er spricht erstmals öffentlich über das schwierige Verhältnis zu den Amerikanern. Das Verhalten der USA ist ein ständiges Auf und Ab. Wenn sie uns brauchen, sind wir gut genug. Wenn nicht, lassen sie uns einfach wieder fallen. Darum können die Pakistani die Amerikaner nicht leiden. Ich würde sogar sagen, jeder Pakistani hasst die Amerikaner. In dieser aufgeheizten Situation wird David Hadley von der US-Regierung nach Pakistan geschickt. Seine Mission? Informationen über Terrororganisationen sammeln. Hier in Lahore knüpft er die ersten Kontakte zu einer Terrorgruppe, die Anschläge außerhalb Pakistans vorbereitet. Lashkar-e-Taiba. Sein Kontaktmann, der ehemalige pakistanische Geheimagent Sajid Mir. Sajid Mir ist der junge, aufsteigende Star bei Lashkar-e-Taiba. Und er ist für Anschläge im Ausland zuständig. Er interessiert sich für Rekruten aus dem Westen, Amerikaner, Franzosen, Australier. Hadley bringt alle Voraussetzungen mit und wird von Sajid Mir rekrutiert. Das war eine wachsende Bedrohung für unser Land. Wir beobachteten, dass westliche Rekruten in Trainingscamps an der afghanisch-pakistanischen Grenze ausgebildet wurden und wieder in den Westen zurückgingen. David Hadleys Verbindungen zu dieser Terrororganisation werden enger. Lashkar-e-Taiba, hier bei einer Demonstration in Lahore, ist bis heute in Anschläge in Afghanistan verwickelt, auch gegen deutsche Truppen. Lashkar-e-Taiba spielte insofern eine Rolle, als sie in Afghanistan auch Anschläge verübt hat. Und insofern stand Lashkar-e-Taiba genauso wie viele andere Organisationen im Aufklärungsfokus des Bundesnachrichtendienstes. Ernst Urlau war von 2006 bis 2011 Präsident des BND. Er war oft in Pakistan und hat dort mit dem ISI verhandelt. Für die Pakistani waren diejenigen, die Turbulenzen verursachen konnten, Anschläge durchführen konnten, auch in Afghanistan manchmal sehr, sehr wichtige Helfer. Ein Partner, der gleichzeitig Terroristen unterstützt? Was sagt die Bundesregierung? Markus Potzel ist Sonderbeauftragter der Bundesregierung für Afghanistan und Pakistan. Wir appellieren an die pakistanische Regierung, dass sie keinen Unterschied macht zwischen guten Terroristen, die man sehr gut gegen Indien einsetzen kann, und bösen Terroristen, die Pakistan zum Ziel haben. In Pakistan sieht man das anders. Warum nennen Sie sie Terroristen? Ich nenne sie Mujahedin, Gotteskrieger. Lashkar-e-Taiba ist die beste Hilfsorganisation der Welt. In Pakistan gehört Lashkar-e-Taiba zu den aktivsten Terrorgruppen. Ihr Gründer und Anführer, Hafiz Saeed, hier im Bild, steht auf der Liste der weltweit meistgesuchten Terroristen. Lashkar kann man als Einstieg in den islamistischen Extremismus und zu Al-Qaida sehen. Eigentlich gehören sie zusammen, obwohl Lashkar dem pakistanischen Geheimdienst untersteht und Al-Qaida nicht. Der pakistanische Geheimdienst ISI gilt als Staat im Staat, die eigentliche Macht in Pakistan. Zum ISI hat der BND die intensivsten Kontakte in Pakistan gehabt. Denn ohne ISI läuft und lief damals überhaupt nichts. Es ist allen Beteiligten klar gewesen, dass es ein Spiel auch hinterm Vorhang gab. War es tatsächlich bekannt, dass der ISI seine Partner im Westen hintergeht? Ich bin im Januar 2012 Präsident des Bundesnachrichtendienst geworden. Und da war jedenfalls für den Bundesnachrichtendienst klar, dass der ISI
im Grunde genommen sowas wie doppelköpfig ist. Trotzdem wurden bisher 380 pakistanische Armeeangehörige an der Militärakademie in Hamburg ausgebildet. Deutschland ist um ein ungetrübtes Verhältnis zu Pakistans Führung bemüht. Auch der frühere ISI-Chef Asad Durrani hat einen Führungslehrgang in Hamburg absolviert. Er war Militärattaché und 3 Jahre lang Botschafter in Deutschland. Das ist nicht gegen Deutschland gerichtet. Wenn du gut bist, spielst du ein doppeltes oder dreifaches Spiel. Wenn du ein doppeltes Spiel spielst, spiel das Spiel. Aber spiel es gut. Als ISI-Chef hat Durrani Milizen unterstützt, die in Afghanistan tausende Zivilisten ermordeten. Die eine Gruppe ist für sie nützlich, eine andere für mich. Und ich werde sie unterstützen. Sie kann außer Kontrolle geraten. Wie das bekannte Frankenstein-Monster in der deutschen Literatur. Das kann passieren. In Lahore hat David Hadley inzwischen eine Familie gegründet. Er ist verheiratet, hat Kinder und lebt in islamischer Tradition. Im Januar 2006 bekommt Hadley einen Anruf von Major Iqbal, der ihn rekrutiert und sagt, du wirst für den pakistanischen Geheimdienst arbeiten, den ISI. ISI-Agent Major Iqbal. Nicht einmal Interpol hat ein Foto von ihm. Er wird bis heute international gesucht. Sajid Mir ist sein Agentenführer bei Lashkar. Major Iqbal ist sein Agentenführer beim ISI. Sie schicken ihn nach Mumbai, um Angriffsziele auszuspähen. David Coleman Hadley reist mit diesem amerikanischen Pass nach Indien, das mit Pakistan verfeindet ist. Zunächst eröffnet er ein Büro für Visa-Angelegenheiten, lässt Visitenkarten drucken und gibt sich wahlweise als Diplomat oder Geschäftsmann aus. Hadley ist der Schattenmann. Ein Mann mit diesem Profil, diesem Pass, der in 5-Sterne-Hotels wohnt. In Indien wird ihm niemand in die Quere kommen. Er beginnt, Anschlagsziele in Mumbai auszukundschaften. Das Hotel Oberoi Trident, wo Geschäftsreisende logieren. Den Bahnhof mit täglich bis zu 4 Millionen Fahrgästen. Das Nariman House, ein jüdisch-amerikanisches Zentrum mit einem Hostel. Das Café Leopold. Und das luxuriöse Hotel Taj Mahal Palace. Wie Hadley vorging, ist vergleichbar mit dem, was die CIA für so eine Mission machen würde. Was nicht heißen soll, dass die CIA Terroranschläge verübt. Aber eine amerikanische Organisation wie wir würde für so ein komplexes Vorhaben über lange Zeit Informationen sammeln, um es durchführen zu können. Die meisten Terrorgruppen sind dazu offen gesagt gar nicht in der Lage. Sam Faddis hat viele Jahre lang als Agent und Geheimdienstoffizier für die CIA Einsätze im Ausland durchgeführt und geleitet. Es gibt so viele Hinweise darauf, was passieren wird, und keiner schaut hin. Leute werden faul, machen Fehler. Das darf bei Geheimdiensten nicht passieren. Menschen sterben, wenn das passiert. Sommer 2005. Zeitweise lebt Hadley wieder in New York mit einer zweiten Ehefrau. Seine Frau in New York ist außer sich, weil sie herausgefunden hat, dass er noch eine Familie in Pakistan hat. Sie ruft beim FBI an und lässt sich zur Abteilung für Terrorismusbekämpfung durchstellen. Sie sagt, ihr Mann habe Verbindungen zu Lashkar-e-Taiba, Reise zu Trainingscamps nach Pakistan und so weiter. Das FBI ruft bei der Drogenfahndung an und der DEA-Mann verbirgt sich für Hadley. Er sagt, das ist keiner, der die Vereinigten Staaten angreifen würde. Er ist sicher kein Terrorist. 2007 heiratet Hadley eine dritte Frau, Faiza. Er nimmt sie mit nach Mumbai auf Hochzeitsreise. Für mich waren es Flitterwochen, für ihn nicht. Ich denke, er wollte mich für etwas benutzen. Es kommt zum Ehestreit und Faiza wendet sich mit den brisanten Informationen an die US-Botschaft. Ich ging zur Botschaft. Die ließen mich aussehen wie eine Verrückte. Faiza warnt die amerikanischen Behörden mehrmals, doch die reagieren nicht. Es ist ein riesiger Fehler, ein gewaltiger Fehler.
Das zeigt nur, wie leicht es ihm gemacht wurde. In den Wochen vor den Anschlägen von Mumbai erhält der indische Geheimdienst mindestens 5 detaillierte Warnungen von westlichen Partnerdiensten. Verhindern können sie den Anschlag nicht. So nimmt die Tragödie ihren Lauf. Im jüdischen Zentrum, dem Chabad-Haus, halten die Angreifer 2 Frauen als Geisel. Zur gleichen Zeit in Pakistan, Sajid Mir, Hedlis Agentenführer, steuert den Angriff per Mobiltelefon, spielt ein perfides Spiel mit den Geiseln. Hello? You talk to them? I have already talked to them. I was talking to the consulate just a few seconds ago. Don't worry, Dana. Just sit back and relax and don't worry and just wait for them to contact, okay? Yes, sir. And save your energy for good days. If they contact right now, maybe you're gonna celebrate your Sabbath with your family. Girls, no. Okay. इन्हें तो तुझे ना होने ही सारे को दो जान छुड़ाओ यार अपने करें बिस्मिल्लाह ओके हाँ ये एक हुआ ना Die Angst und der Gedanke natürlich, dass viele Menschen diese Angst tagtäglich erleben. Sich dem bewusst zu sein, ich war jetzt nur einmal dem ausgesetzt. Ich meine, schlimm genug, aber diese Angst wünsche ich nicht meinem größten Feind. Die Kämpfe in der Millionenmetropole Mumbai ziehen sich über 3 Tage hin. Erst die aus Delhi eingeflogenen Spezialkommandos können die Angreifer unschädlich machen. Man muss das große Ganze betrachten. Warum ist dieser Anschlag so erfolgreich? Es ist ein staatlich finanzierter Terroranschlag, kontrolliert, finanziert und geführt vom ISI. In enger Zusammenarbeit von Lashkar mit dem ISI. Darum. Das ist das Ungeheuerliche daran. Hedley erhält verschlüsselte Glückwunsch-Mails von seiner pakistanischen Frau und seinem Agentenführer. Studienabschluss ist ihr Codewort für den Terroranschlag. Er hat die ganze Aktion überhaupt erst möglich gemacht und ist noch lange nicht fertig. Er will sofort weitermachen. Nach dem Motto, jetzt geht's erst richtig los. Hedley und seine Hintermänner nehmen nun Europa ins Visier. Ihr neues Ziel, die dänische Hauptstadt Kopenhagen. Mehrmals reist Hedley dorthin. Er filmt und fotografiert. Den Hauptbahnhof, das Luxushotel d'Angleterre, die Hauptsynagoge, das Redaktionsgebäude der Zeitung Gillens Posten, die Mohammed-Karikaturen veröffentlicht hatte. Dieses Foto stammt von Hedleys Handy. Sie haben eine klare Vision. Sie wollen einen Anschlag wie in Mumbai. Bewaffnete Terrorkommandos sollen das Redaktionsgebäude im Herzen Kopenhagens stürmen, Geiseln nehmen und die Medien werden berichten. Die Geiseln werden geköpft und ihre Köpfe aus dem Fenster geworfen. Und das am friedlichsten Ort überhaupt, in Kopenhagen, Dänemark. Hedleys Aufzeichnungen dokumentieren detailgenau die Planung für den Anschlag unter dem Decknamen Mickey Mouse Projekt. Seine Vorbereitungen führen ihn auch wieder nach Deutschland. Er sucht Unterstützer in Hamburg. Hedley war schon zuvor in Hamburg gewesen. Er kannte Deutschland seit der Zeit, als er mit Drogen gehandelt hatte. Und dachte, dort könne er Waffen besorgen und Leute finden, die ihm bei dem Anschlag in Dänemark helfen. In Hamburgs Unterwelt findet man alles. Waffen, Drogen und eine große islamistische Extremistenszene. Bei seiner letzten Reise nach Pakistan sucht Hedley nach neuen Partnern. Er will zu Al-Qaida. Hedley trifft Ilyas Kashmiri, damals einer der gefährlichsten Terroristen Pakistans, wenn nicht gar weltweit. So wechselt das Vorhaben nahtlos zu Al-Qaida. Ilyas Kashmiri ist unter anderem auch für ein gescheitertes Bombenattentat in New York verantwortlich. Die CIA fahndet nach ihm. Hedley ist begeistert, aber er weiß auch, dass es jetzt noch riskanter für ihn wird, einen Anschlag im Westen zu planen. Noch dazu mit Al-Qaida. Tatsächlich ist dies der Anfang von Hedleys Ende. Der Al-Qaida-Terrorist Ilyas Kashmiri vermittelt Hedley Kontakte zu einer Zelle des Netzwerks in Großbritannien.
Die aber steht 2009 unter Beobachtung des britischen Geheimdienstes. Richard Kemp war Geheimdienstkoordinator des Kabinetts. Was viele nicht verstehen, ist, wie schnell Terroristen von einer islamistischen Terrororganisation zur anderen wechseln. Das ist ganz typisch. Darum ist es nicht so wichtig, die Gruppen und ihre Netzwerke zu verfolgen, sondern Einzelpersonen, ihr Bewegungsprofil und ihre Kontakte. Der britische Geheimdienst MI6 nimmt Hadleys Spur auf und übermittelt die Informationen an die Amerikaner. Hadley ist nun im Fadenkreuz der US-Behörden. Oktober 2009, Krisensitzung im Weißen Haus. Der Direktor der CIA bittet den Präsidenten um eine Entscheidung. Präsident Obama hat persönlich entschieden, ihn am Flughafen festzunehmen. In Chicago wird der Zugriff vorbereitet, noch bevor Hadley für den Anschlag wieder zurück nach Europa reisen kann. Die FBI-Agenten haben ihn am Flughafen verhaftet und ins FBI-Hauptquartier in Chicago gebracht. Dann begannen sie mit der Vernehmung von Herrn Hadley. Im FBI-Hauptquartier bietet Hadley umgehend an, seine Komplizen zu verraten. Er will einen Deal. Hier Originalaufnahmen seines ersten Verhörs. Als ich ihn verhörte, wollte ich nur eins: so viele Informationen wie nur möglich von Herrn Hadley bekommen. Das war mein Ziel. Uns war natürlich klar, wie wichtig Hadley war. Es gab keine Zweifel daran, dass er Kontakte zu wichtigen Personen hatte. Und seine Reisebewegungen ließen darauf schließen, dass er ganz offensichtlich in den folgenschwersten Terroranschlag Indiens verwickelt war. Hadley packt aus und versucht, einen Deal mit der US-Regierung zu machen. Und es gelingt ihm wieder. Für die Terroranschläge von Mumbai mit 166 Toten und die Terrorpläne für Kopenhagen bekommt er 35 Jahre Haft und sitzt bis heute. Keine Todesstrafe, keine Auslieferung an Indien. Dafür muss er stillschweigen. Und die Akten bleiben unter Verschluss. David Coleman Hadley, der Agent, der uns in den Rücken fiel. Ein Einzelfall? Ob man es gut heißt oder nicht gut heißt, so ist es leider Fakt, dass immer wieder Menschen für mehrere Nachrichtendienste arbeiten, ohne jeweils dem anderen das mitzuteilen. Und eine solche schillernde Person oder eine solche kriminelle Person war Hadley. Hadley sitzt bis heute in Haft, aber immer wieder führt die Spur des Terrors zurück nach Pakistan und zum Partnerdienst ISI. Terrorlinks? Diese Links könnten wir auch in Richtung Saudi-Arabien schildern. Wir könnten diese Links auch nach Nordafrika schildern. Und wenn Sie einmal sehen, dass beispielsweise ein Land in Nordafrika zurzeit die meisten Terroristen stellt, nämlich Tunesien, wo man im ersten Moment auch nicht dran denken würde, dann sieht man, das sind Verknüpfungen innerhalb der arabischen Welt insbesondere. Und diese Verknüpfungen kommen nun mal vor und die würden mich jetzt nicht dazu veranlassen, ein Land besonders in den Fokus zu nehmen. Viele dieser Länder sind unsere Partner im Kampf gegen den Terror. Gleichzeitig kommt aus ihnen Terror zu uns. Es ist ein sehr schmutziges Geschäft. Riesige Geldsummen werden von den USA, Großbritannien, Deutschland und der EU gezahlt, die letztendlich dafür genutzt werden, Anschläge gegen uns zu finanzieren. Kann man Geheimdiensten vertrauen, die völlig andere Interessen und konträre Werte haben? Das hat wahrscheinlich dieses Business so an sich, dass man seine Moralvorstellungen ein Stück weit hintanstellen muss, um seinen Auftrag erfüllen zu können. Das Geschäft ist so. Weil das Geschäft so ist und weil am Schluss der Erfolg zählt. Doch wo ist die rote Linie? Der Fall Hadley zeigt, Geheimdienste schaffen mitunter den Terror selbst, den sie eigentlich bekämpfen sollen.